kann mir keiner helfen? Ne? Warum ist da einfach keine Hilfe da? Und warum lehnt die Krankenkasse das ab, wo die doch einfach wissen, in welcher Not ich bin? Natürlich halte ich es für nicht akzeptabel, dass man in unserem Sozialstaat keine Möglichkeit sieht, einer solchen Patientin zu helfen. Gestern Abend treffen wir Lorena Axt auf einem Campingplatz in Eschwege. Ihr geht es schlecht. Ihre Haut tut weh, sie hat Magenschmerzen, sie kann es nur noch an der frischen Luft aushalten. Gerade war der Notarzt bei ihr, doch helfen konnte er ihr nicht. Ich habe dem Arzt gesagt, so, bitte helfen Sie mir. Ich bin wirklich in Not und ich kann auch nicht mehr hier draußen bleiben. Und ich habe wirklich Schmerzen im ganzen Körper. Und ich habe mir so gewünscht, dass er sagt, ja, wir haben da eine Klinik, da haben wir eine Räumlichkeit für Sie, wo Sie rein können. Der nächste Morgen. Aus dem Wunsch wurde nichts. Wieder einmal musste sie die Nacht im Freien verbringen. Selbst in ihrem Zelt hält sie es nicht lange aus. Sie leidet an MCS, der sogenannten multiplen Chemikaliensensitivität. Stoffe, die uns im Alltag ständig umgeben, lösen bei ihr starke Allergiereaktionen aus. Es ist so, dass ich Rötung des Gesichtes, Schwellung des Gesichtes, ja, und es schwillt auch der ganze Hals zu mit Atemnot. Und dann geht das eben auf das vegetative Nervensystem, neurologische Ausfall, also Gangstörungen und Schmerzen halt auch im ganzen Körper, Gelenke, Kopfschmerzen. Seit 5 Monaten leidet sie jetzt unter der Krankheit, hat ihren Beruf als Ergotherapeutin aufgegeben, genauso ihre Wohnung. Jetzt möchte sie in einer bayerischen Spezialklinik behandelt werden. Ihre Krankenkasse, die DAK, gibt ein Gutachten in Auftrag und lehnt danach die Kostenübernahme ab. Das Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass bei Frau Axt zwar bestehende Unverträglichkeiten, Allergien gegen verschiedene Umweltstoffe, wie beispielsweise Farben, Klebstoffe etc. vorliegen, jedoch diese nicht automatisch eine anerkannte Umweltkrankheit begründen. Die DAK empfiehlt ihr die Weiterbehandlung in der Umweltambulanz einer Universität, nennt auch einen Umweltarzt. Doch Lorena Axt hat im nordhessischen Wolfhagen bereits vor 2 Monaten einen Arzt ausfindig gemacht, bei dem sie ambulant behandelt werden möchte. Klaus-Dietrich Runo ist seit 30 Jahren Spezialist für die Umweltallergie MCS. Die Symptome, die Frau Axt klagt, sind für mich durchaus glaubwürdig. Es ist für mich nichts Besonderes. Ich habe jeden Tag Patienten, die mir genau ähnliche Reaktionen schildern. Und deswegen habe ich zunächst mal keinen Grund, an den Schilderungen der Symptome zu zweifeln. Doch die Diagnosekosten von etwa 1.000 Euro will die DAK nicht übernehmen, verweist auf die genannten Spezialisten. Lorena Axt hofft jetzt auf Hilfe bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Es muss etwas sein, was lange nicht renoviert worden ist, am besten gefliest oder mit Holzfußboden. Linoleum würde auch gehen, also alles so naturbelassene Dinge eben. Ne? Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn mir da jemand helfen könnte.